Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Fire Ash. Hier, in der Zeit haben wir die MSN betreten, haben die ganzen Trainer auf den ganzen Decks besiegt. Allerdings haben wir im letzten Raum Team Rocket getroffen und jetzt müssen wir die ganzen Team Rocket-Truppen verprügeln. Und ja, Robbie, das ist uns auf jeden Fall die Gelegenheit, unseren Pummel noch ein bisschen zu trainieren. Den Sandan werde ich mal Tangela benutzen. Mein fällt mir gerade auf, dass Tangela ja eigentlich auch Konfusion hat. Das heißt, eigentlich dürfte es allgemein kein Problem sein, mit Tangela gegen die Rocktrüppel zu kämpfen. So. Da haben wir das erste Deck hier unten besiegt. Alles dann können wir nochmal reingehen und. Ja, also der letzte. Wir sind Team Rocket, ja, das weiß ich auch schon. Das Team von mir habe ich auch herausgefunden, dass ihr Team Rocket seid. Aber nochmal danke für die Info. Ja, seid ihr Team Rocket? Nur mal so aus reiner Neugier. Ja, muss jetzt schon sagen, dass das Team diesen Kampf nach diesem Part vorbei sein wird. Dann haben wir 2 Stunden ungefähr gestreamt. Sollte mehr als genug sein für eine Weile. Aber wir werden gucken, dass wir die MSN fertig machen. Und mal schauen, wie viel Zeit noch bleibt. Wenn der Part Überlänge von 20, vielleicht sogar 30 oder 35 Minuten hat, keine Ahnung, wie lange die Kämpfe hier noch dauern werden. Aber wir müssen hier wirklich jeden einzelnen Kampf mitnehmen. Nicht wollen müssen, weil die Rocket wirklich jeden Weg blockiert.
so Tangela dafür mal wieder. Allein, dass er halt schon, weil wir das einfach nicht jeden Weg blockieren. Ist mal wirklich gezwungen, jeden einzelnen Rüpel zu besiegen. Aber hey, wo mache ich nicht? Ist jetzt erstmal da kein Problem bei. Weil die Erfahrungspunkte halt wirklich gut sind. So. Die Kämpfe dauern gar nicht so lange, bis mir PS1 vorkommt, weil es sind einfach nur so viele Kämpfe. So, Level 22 für Tangela, das ist sehr gut. Ja, wir müssen jeden Level mitnehmen aktuell. Allein schon, weil die nächsten Arenen definitiv nicht leichter werden. Aber gut, dass ich dann mal offscreen trainieren werde. Spätestens bei der, für die Pokémon-Liga werde ich offscreen trainieren eine Menge, weil dann haben wir in der Liga keine Chance. Weil wir schon mindestens so weit kommt, wie er schon in der Liga kam. Na gut. Habe ich gesagt, wir können mit Tangela die Pokémon, die Thema-Gruppe auch besiegen. Ups. Ich glaube, Tangela muss ich mal rausgehen trainieren. Aber bis jetzt nicht, es läuft so gut. So. Mega sauber, sehr gut. Lassen wir mal absorber gehen. Ja, komm her.
Der Reaper von Team Rocket. Ja. So. Ich finde aber, wir müssen jetzt auch hier schon abbrechen im Part und Stream, weil es muss eine Essenspause einlegen. Das heißt, im nächsten Part und im nächsten Stream gibt es dann noch eine Pokémon Fire Action. Aber das war's jetzt erstmal. Ciao, Leute. Ciao, ciao.